Hi Leute, willkommen bei Sottis TV. Ihr seht Yggdrasil und ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. So, 6 Stunden Fahrt. Was sagen Sie? 7? Nee, 7 brauchen wir insgesamt. Ja, da hinten schläft einer. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wo es genau hingeht. Klar, ich habe schon eine Ahnung wo, aber ich weiß nicht, ne? Ich meine, selbst wenn es Osnabrück wäre, Osnabrück, da gibt es auch ein paar Ecken. Also ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich freue mich. Wird toll, oder? Ja. Wird toll? Weiß ich noch nicht. Die wissen es doch alle, nur ich wieder nicht. Ja, also kommt mit mir ins Ungewisse. So, ja, man kann das jetzt glaube ich gar nicht so toll sehen. Eben war es schöner. Also es ist richtig schön hügelig weich hier alles. Das erinnert mich irgendwie so an wo wurde der Hobbit nochmal gedreht? Neuseeland. War das Neuseeland? Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube schon. Das erinnert mich auf jeden Fall daran. Ja toll, jetzt sieht man nichts. Einen Moment. Ich glaube, jetzt haben wir bessere Sicht. Hier ist es nicht so schön. Es ist aber nur alt. Ja, toll. Ja, das ist Karls Erlebnishof. Alter, ich will diese Rutsche da runterrutschen, Alter. Ja, das glaube ich dir, Alter, Alter. Ja, das sieht auch cool aus. Erdbeerenkauf. Boah, wie viele parken denn da? Passen die da überhaupt alle rein in diesen Erlebnishof? Guck mal, eine Windmühle! Also da wird's blau. Okay. Nach links und nach rechts. Oh, ich habe schon so einen Strandweg gesehen. Ich hab keine Ahnung, was mich jetzt hier gleich erwarten wird. Links also hinter Wasser. Den Bäumen ist der Strand. Okay. Okay, also wie gesagt, da ist jetzt irgendein See und da ist das Meer. Guck mal da, Fischland. Fischland. Fisch? Okay. Oh, Fisch. Guck mal. So, jetzt sind wir hier in so ein kleines Dörfchen. Wustrow. Wustrow? Hört sich polnisch an. So, also wir fahren jetzt in die Richtung. Das ist schon Nationalpark. Nationalpark? Ja, irgendein Nationalpark. Dann ist da irgendwie Wald und Strand und Dünen und wir dann da drin. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. So, also der super Plan ist jetzt im Regen zum Strand zu laufen, durch den Wald. Ja, dann am Wald lang, wieder zurück, abends das Auto woanders hin und dann wieder irgendwo schlafen im Wald. Das ist noch nicht. Ja. Okay, das ist ja dann ein gut durchdachter Plan. Ja. Da drin ist schlecht, ne? Also. Und wie bedenken wir beide jetzt das ganze Gepäck, was wahrscheinlich 200 Kilo wiegt, mitzunehmen? Du nimmst jetzt nur das mit, was du am Strand brauchst und was du essen willst. Ja, aber wenn wir das Auto später wegbringen? Dann schlafen wir in der Nähe vom Auto. Das heißt, wir müssen unser Zelt mitnehmen. Schlafen in der Nähe vom Auto? Frühstück. Ja, wir gehen irgendwo in der Nähe vom Auto in den Wald. Okay, und was ist dann morgen und übermorgen? Das wirst du dann sehen. Es wird interessant. Ja. Achso, okay. Noch auf, hast du. Okay, ja gut. Morgen irgendwo am Strand. Oh, wie interessant. Ich mache jetzt einen Daumen hoch. Ich bin gespannt, was die Landschaft hier raushaut. Ja, wir haben einen Strand, Nieselregen, einen Wald, Nieselregen. Wir haben leichtes Gepäck, das man erstmal umpacken muss. Das schwere Gepäck ist ans Auto gebunden, also wir können nicht weit weg vom Auto. Und dafür 7 Stunden Fahrt. Ich war am Anfang, ja, meine Laune, die war nicht so gut. Das merkt man am folgenden Video. aber keine Sorge, es wendet sich noch alles. Es wird sehr viel Spaß machen, nur am Anfang, muss ich zugeben, war meine Laune, da ich auch jetzt nicht der große Fan von eiskaltem Wasser bin, im Keller. Wir sind jetzt angekommen auf dem Parkplatz.
vorne. Von dem Parkplatz aus sieht man hier einen Urwald. Wilder Wald. Einer der letzten in Deutschland. Wie heißt die Ecke hier nochmal ganz genau, die Insel? Was? Das? Ja. Genau, das. Eine Halbinsel, ne? Halbinsel. So, dann nähern wir uns jetzt mal der See. Da ist sie. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen bei dem ganzen. Oh, ist das schön warm hier. Angenehm. So, da sind wir also angekommen am Strand. Ja, ich hab mit was anderem gerechnet bei diesem Trip hier, aber das macht schon was her, ne? Ach ja, stellt euch vor, ihr wollt gar nicht an diesem Strand sein, zumindest nicht bei diesem Wetter, diesem Nieselregen, unter einem Poncho. Und dann sind da zwei Leute, die ganze Zeit sagen, los, jetzt komm ins Wasser, los, los, was mit dir denn los, komm ins Wasser. Und dann gehen die auch noch ins Wasser und du denkst dir so, ja, alle haben Spaß an meinem, ich sag mal, in Anführungszeichen Geburtstagsausflug ist. Ja, das war ja sozusagen für meinen Geburtstag, außer ich. Also ich habe mich wirklich am Anfang nicht so toll gefühlt, habe ich ja schon erwähnt. Aber die beiden, muss ich sagen, sind echt wahnsinnig. Was ich sagen muss, ist, dass ich den Strand relativ schön finde. Das hat so was gestrandet auf einer Inselmäßiges, finde ich. Sieht so verlassen aus und ja gut, ich meine, wer bei dem Wetter geht an den Strand? Jetzt gibt es erstmal lecker Essen, ne? Nur das Beste vom Besten. Alle gute Laune hier. Das Wasser ist schon warm. Warm. Wunderschön. Ja, geil, danke. Sieht echt voll geil aus, sogar noch besser als sein. Herrlich. Den ganzen Tag haben wir auf diesen Moment gewartet. Ist schon wieder vorbei. Die Sonne zeigt sich. Nein! Und da ist der Moment auch schon wieder vorbei. Aber ey! Ey, ich esse noch ein Brot. Aber ey, Leute!
Ja. Was tust du da? Andi! Ja! Hier. Den Krampf holen! Ah. Du machst doch nichts außer sitzen! Ja. Siehst du? So ist das, wenn man älter wird. Noch zwei Tage. Was ist das hier? So, guck mal, als ob hier die ganzen Menschen drin wohnen, ne? Ja. Richtig schön, ey. Richtige Landschaft. So, wo geht's jetzt hin? Zur Seekiste. Ja, warum gehen wir nur zur Seekiste? Weil der Sortis Bier braucht. Braucht? Nein, ich möchte Bier genießen. Okay. Ja? Er möchte ein, mal, Bier, ein Borner find, Bier genießen. Ja, ich finde das unfair. Wisst ihr, bei Wein sagt man, man diniert oder man verköstigt. Und beim Bier ist man am Saufen. Das ist unfair. Also, ab zum, zur Seekiste. Das ist der Zapfhahn und das hier ist mit Karte. Da hat Michi eben dran geglöckelt und alle haben gesagt ausgeben. Und da hat er auch dran geglöckelt, ausgeben. Ah ne, da hast du dran geglöckelt. Nein, ne? Ich hab dran geglöckelt. Ich hab zweimal geglöckelt. Du musst nichts ausgeben. So, wir sind jetzt hier in einer lustigen Runde und es ist wirklich eine Runde. Es ist ein voller Tisch. Ja. So, Warte, die Runde ist voll, ne? Die Runde ist voll. Wir haben die ganze Zeit nur Traubensaft getrunken. Und ja, wir trinken noch keinen Alkohol, ist eklig. Kann ich den Traubensaft noch probieren? Welchen Traubensaft? Den hochkonzentrierten? Beide. Nee. Ching Chang Chang. Doch kein Chivas Regal. Nee, kein Ching. Hier, trink Bier. Traubensaft. Traubensaft. Und das Abenteuer besteht darin, dass wir gleich auf jeden Fall. Ja, wir haben keine Ahnung, wo schlafen wir? Wir haben keine Ahnung. Wir müssen. Dreck, hätte ich gesagt, weil. Wir müssen einen Parkplatz suchen und dann gucken, wo wir übernachten. Irgendwo. Wasser ist angenehm. Irgendwo in der Wildnis. Also irgendwo im Urwald oder am Strand. So wie im Wasserbett. Im Hotel. Ja, wir haben genug Möglichkeiten. Im Hotel, genau, im Hotel. Ja. Was meinst du, wo werden wir schlafen? Warte, geh noch ein bisschen näher. Bitte nicht in die Kamera gucken. Näher noch. Was meinen Sie denn? Also, ich sage im Urwald. Und Sie? Ich finde, auf der Bank hier, dass wir die Abstimmung. So, wir sind jetzt hier mitten im Wald. Und, warte mal, mach einmal Licht an. Hey Michi. Ja, hallo, leuchte mich. Ja. Wir suchen jetzt irgendwie einen Schlafplatz. Das ist nicht illegal, was wir machen. Nein, ist es nicht. Wir haben den Förster gefragt. Richtig. Und er hat ja gesagt. Richtig. Und wir suchen jetzt einen Platz. Richtig. Was er uns gegeben hat. Ja. Ja. Ja, ja. Mila? Der Förster heißt Max. Ja, Mila. Hat auch Max hat gesagt, ja. Man sieht nur so einen ernsten Rucksack. Du siehst aus wie ein Space Marine. Ja, nee, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier hin und her, bis wir was finden. Das ist der Plan. Ja. Das, ja. Stunden später. Das Problem ist, dass wir hier nicht weiterkommen. Ja, und was jetzt? Wieso kommen wir hier nicht weiter? Ja, weil da Sumpf ist und so. Ach, doch, ist alles Sumpf. Ja, dann schlafe ich halt hier vorne. Ist doch egal. Ach Leute. Ja, ich möchte einfach nur noch schlafen, ganz ehrlich. Ich bin echt ein bisschen im Eimer. Und hier ist alles Wald. Alles, überall. Wald, 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 Wald. Und ein Baum. Jetzt habe ich mich so oft gedreht. So. Ja, ich finde, wir könnten hier einfach rechts in den Busch. Ja, da, guck mal, ich gehe jetzt hier rechts in den Busch und fertig.
Da läuft doch noch einer rum. Ist doch kein Sumpf. Ja, lass uns da doch einfach rein. Finde ich auch. Ja, ist auch meine Meinung. Boah, ich will einfach nur noch schlafen. Ich will mein Zelt aufschlagen und... Hier sieht's gut aus. Ja. Wollen wir da rein? Ja. Ja? Okay. So. Einmal hier öffnen. Und dann rein. Mach's mal auf. Ja, ich sehe jetzt gerade nicht, wo die Öffnung ist. Ach da. Hallo. Hier ist die Lampe. Ja, das ist unser Zelt. Die Leute sollten es kennen, wenn sie mich kennen. Das ist das Husky. Jetzt ist es so. Wir haben das Zelt aufgebaut. Und jetzt gibt es ein Feierabend hier. Und wir zelten irgendwo mitten im Wald. Zwischen Sumpfgebieten. Es war nicht leicht, etwas zu finden, aber schwer war es auch nicht, wenn man eine Karte hat. Ja, guten Morgen. Die Nacht war gut. Gut geschlafen? Ja, verdammt. Ja, nicht verdammt. Irgendwie hat die Hängematte ein bisschen gehangen. Die Hängematte hat gehangen, das ist doch super. Ich habe auf den Boden gepennt. Wieso? Auf dem Boden? Wieso? Ich weiß nicht. Hat so ein bisschen geregnet, ne? Und was hast du dann gemacht? Und ich bleibe in meiner Hängematte liegen. Dann lagst du da unten? Ja, normal. Ach so. Ach du Scheiße. Ah. Ja, wir gehen heute durch den Wald. In welche Richtung? Keine Ahnung. In die? Was meinst du? Was machen wir heute? Wir gucken mal, ne? Den Strand, ey. Ich hab keinen Bock, hier irgendwo rumzulaufen. Echt? Das ist keine Lust? Ich will mich heute hier durch die Sümpfe kämpfen. Käfer essen, um zu überleben. Wir kämpfen uns hier durch das Dickicht. In unserem Urlaub, auf unserer Survival-Tour. Ja, das war der erste Teil von unserem Trip. Tag 1 war, wie ihr gesehen habt, ziemlich chaotisch. Aber es wird besser. Ja, es wird wirklich besser. Also bleibt dran und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Yggdrasil. Ach ja, und nutzt die Sonne. Wir haben nur eine.